Im nächsten Einsatz jagen die Kriminaloberkommissare Katharina Clemens und Ernst Fritsch einen Täter, der mit allen Wassern gewaschen ist. Wir fahren jetzt zum Rhein. Wir haben die Information bekommen, dass soeben ein Fahrzeug geborgen wird aus dem Wasser. Wir wissen noch nicht, ob sich eine Person oder mehrere Personen in dem Fahrzeug befinden. Wir schließen aber kein Gewaltverbrechen aus. Als die Kripo-Beamten am Fundort ankommen, hat die Schutzpolizei den Bereich schon weiträumig abgesperrt. Feuerwehr und Sanitäter sind bereits im Einsatz. Hallo. Fritsch von der Kripo Duisburg. Grüß Sie. Clemens, hi. Was ist passiert? Und zwar, wir haben ein Auto aufgefunden. Ist kurz vor der Schlucht. Als wir eingetroffen sind, haben wir die Information bekommen, dass soeben ein Fahrzeug aus dem Rhein in Duisburg geborgen wird. Habt ihr schon eine Halterfeststellung gemacht? Nein. Okay. Halterabfrage, Kennzeichen und gibt uns den Bescheid. Ja, alles klar. Prima. Danke. Die Feuerwehr hat den PKW inzwischen aus dem Wasser geborgen. Zunächst sieht es so aus, als würde kein Personenschaden vorliegen. Zum Glück war er nicht ganz im Wasser. Nee? Wie weit war er drin? Zur Hälfte vorne. Also vorne nur bis in den Fahrgastraum drin, ja? Genau. Alter. Was ist das denn? Ein Cabrio? Dann machen wir mal auf. Ja. Oh je. Okay. Was denn? Ui. Ja, Puls ist vorhanden. Puls ist in der Atmung. Lebt noch? Ja, sie atmet. Wir müssen sie rausholen in den RTW packen. Wir brauchen einmal die Schaufeltrage. Gemäß den Angaben der Feuerwehr wies die Frau noch Vitalzeichen auf, aber ansprechbar war sie nicht. Das Opfer hatte großes Glück, dass das Heck des Wagens nicht unter Wasser geraten ist, sonst wäre es qualvoll ertrunken. Die junge Frau hat jedoch eine schwere Kopfverletzung erlitten und muss sofort in ein Krankenhaus. In welches Krankenhaus bringt er sie? Kumpel, wir untersuchen sie jetzt gleich. Hallo. Sind mal fest. Oh. Okay. Wer ist das? Hast du mal nach dem Namen gefragt? Die Mutter von dem Mädchen. Okay. Die Mutter des Opfers ist auch die Halterin des geborgenen PKW. Deshalb wurde sie kurz nach dem Fund des Autos verständigt und zum Einsatzort gebeten. Können Sie sich erklären, wie das zustande gekommen ist, dass Sie hier im Kofferraum liegt? Absolut nicht. Also meine Tochter benutzt öfters mein Auto im Halt. Ist das Ihr Fahrzeug? Das ist mein Fahrzeug. Okay. Sehr schön. Moment. Und, sagen Sie mir mal freundlicherweise Ihren Namen, bitte. Mein Name ist Bettina Taubert. Bettina Taubert, geboren ist er auch. Nach einer kurzen Vernehmung der Mutter des Opfers haben wir herausgefunden, dass die Tochter sich vor einer Woche von ihrem Freund getrennt hat. Der schien aber jetzt nicht aggressiv den Anschein zu machen. Und die Tochter lebt aber wohl noch bei dem Freund. Es gab öfters mal so ganz normale Reibereien, weil das ist wirklich auch ein netter Kerl. Und sie sagte dann auch, nee, sofort wollte sie ihn jetzt nicht einfach rauswerfen. Aber man hat sich gütlich sozusagen getrennt. Genau, bis er eine neue Wohnung hat oder sie bleibt in der Wohnung. Genau, okay, richtig. Alles klar. Also, ne, haben gut getrennte Räumlichkeiten und eigentlich nie war das jetzt in den Tagen ein Problem. Ja. Okay. Ja. Was passiert denn jetzt? Und wie gesagt, also sie hat auch wirklich, nimmt sie Drogen oder sonst irgendwas? Ist ihnen irgendwas aufgefallen? Nein, also meine Tochter Alkohol ist oder überhaupt nicht? Absolut gar nichts. Ein sehr anständiges Mädchen. Was arbeitet sie denn eigentlich? Sie können auch gerne mitfahren, wenn die Kollegen das zulassen. Sie fährt dann freundlicherweise mit ins Krankenhaus. Ja, aber sie müsste vorne auf dem Beifahrer. Ja, ich so machen wir. Kommen Sie dann bitte mal. Kommen Sie raus, ich helfe Ihnen runter. Das ist relativ trafikant mit der 110er Frequenz. Genau, kommen Sie mal mit. Wir haben der Mutter gestattet, mit ihrer Tochter ins Krankenhaus zu fahren. Und anschließend haben wir den Kofferraum des Autos nochmal in Augenschein genommen. Bei der Bergung des Opfers ist den Beamten aufgefallen, dass ein Handy im Kofferraum liegt. Mutmaßlich das der jungen Frau. Dieses erste Beweisstück stellen die Kommissare sicher. Dann mache ich schon mal die Tüte auf, dann brauche ich genau, wir brauchen dann auch noch gleich hier die Spurensicherung. Ne? Genau. Okay. Warte. Ein Tütchen, da ist es. Was ist denn mit? So. Ich hab okay, dann. Warte. Einmal rein. Was rumklumpsen. Wunderbar. Gut. Okay. Sonst irgendwie noch was? Das kann alles dann gleich die Spurensicherung machen. Dann werden wir uns jetzt mal zu dem, wie heißt er? Ben Seiler. Ben Seiler. Dann fahren wir jetzt mal nach Ben Seiler und nehmen uns den Burschen mal vor. Jo. Ja? Gut, dann.
Die Situation ist natürlich sehr schwierig, dann mit den Betroffenen umzugehen, weil man natürlich davon ausgehen kann, dass Angst besteht um die Tochter oder denjenigen, den es getroffen hat. Man muss da natürlich sehr sensibel vorgehen. Während die Frau ins Krankenhaus verbracht und das Handy kriminaltechnisch untersucht wird, wollen die Kommissare den ehemaligen Lebensgefährten des Opfers befragen. Noch ist unklar, ob der Mann in den Mordanschlag auf seine Ex-Freundin verwickelt ist. Warte mal, ich hab mir aufgeschrieben. Seiler heißt er, wa? Warte. Hab ich schon. Hast schon. Guck mal, ob der zu Hause ist, ne? Hallo. Hallo. Moin, Kripo Duisburg. Mein Name ist Fritsch, die Kollegin Clemens. Sind Hallo. Sie Herr Seiler? Ja, ich bin Herr Seiler. Mit Ihnen müssen wir uns mal unterhalten. Es geht da um Ihre Freundin, Ex-Freundin. Okay. Die wir müssen heute... Wir das aber nicht auf der Straße machen? Können wir nee, natürlich. Machen. Quatsch, ja? Quatsch, komm, komm. Gut, danke. Als wir bei dem Ex-Freund des Gewaltopfers eingetroffen sind, hat der einen sehr vernünftigen Eindruck gemacht. Er hat uns auch umgehend in die Wohnung gebeten. Der Charakter passte schon zu der Beschreibung der Mutter des Gewaltopfers. Er hat sich kooperativ verhalten und ist auch auf Fragen eingegangen. Als die Kripo-Beamten den jungen Mann über den Grund ihres Kommens aufklären, fällt der aus allen Wolken. Er wirkt sichtlich erschüttert. Doch seine Aussage entlastet ihn nicht vollständig. Ich war zu Hause. Kann das jemand bezeugen? Nein, ich war alleine, aber... Warum... Ich würde meiner Freundin niemals irgendwas antun. Ja, ich war alleine. Haben Sie sich gestritten oder waren irgendwelche Differenzen? Nein, gar nicht. Wir sind sogar wieder auf einem guten Pfad gewesen. Also Sie sind getrennt, aber Sie leben noch aktuell zusammen in der Wohnung? Ja, wir leben aktuell noch zusammen. Mhm. Okay. Aber können Sie mir nicht mehr sagen, wie es ihr geht? Doch, es geht ihr besser den Umständen entsprechend. Okay. Ja. Können Sie denn was zu dem Umfeld von dem... Was ist da los bei Ihnen? Erwarten Sie jemanden? Du bist wer? Wo bist du? Wer ist das? Erwarten Sie jemanden? Hol du mal gleich. Oh, das hört sich... Wo bist du? Plötzlich stürmen drei junge Männer in die Wohnung. Katharina Clemens fordert sofort Verstärkung an. Denn die Männer wollen den Ex-Freund des Opfers mit Waffengewalt angehen. Zurück! Du bist gehalten! Komm her! Die drei Männer waren sehr aggressiv, jeweils bewaffnet mit Baseballschlägern. Das wurde immer schlimmer. Ich musste dann Verstärkung anfordern. Die Männer wollten keine Ruhe geben und der Kollege musste dann mit Reizgas die Männer außer Gefecht erstmal setzen. Oh, alles gut. Ich komm hier rein. Gut. Oh, Scheiße, ey. Lass mich los, Junge. Oh, komm hier rein. Ich muss ihm die Augen ausspielen lassen. Einer der aggressiven Männer ist der Bruder des Opfers. Er ist davon überzeugt, dass der Ex-Freund seine Schwester umbringen wollte. Die Situation klärt sich erst, als plötzlich deren Mutter auftaucht. Was du? Hast du schon Personalienabfragen gemacht? Nee, noch nicht. Na, dann mach das mal. Ja. Sag, hast du die Ausweise alle? Sag mal, Marc, hast du sie nicht mal alle? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Sag mal, ich warte die ganze Zeit im Krankenhaus. Der Sarah geht's gut, Mensch. Die ist nicht tot. Bleiben Sie doch bitte erstmal. Wir haben hier eine polizeiliche Maßnahme. So mach mich jetzt an. Da steht der Mistkerl. Da ist der Ben. Bleib. Kann da wohl wirklich nicht wahr sein. Du machst immer nur Ärger. Also das waren drei Schlägertypen. Und einer davon war der Bruder des Gewaltopfers, der mittlerweile von der Mutter erfahren hatte, was um seine Schwester geschehen war. Und natürlich gedacht hat, der Ex-Freund würde was damit zu tun haben. Inmitten des Trubels meldet sich überraschend die Leitstelle per Funk. Die Kriminaltechniker konnten die Daten auf dem Handy des Opfers auswerten und dabei eine Spur entdecken, die direkt zum Täter führt. Und? Die KTU hat das Handy jetzt untersucht. Die haben da eine Telefonnummer gefunden, die zuletzt gewählt wurde. Genau. Die spielen dir jetzt die Nummer rüber. Na, warte mal, guck gleich mal nach. Guck mal nach, ob du was gekriegt hast. Meine Idee, wir rufen die jetzt einfach mal an. Wollen wir mal gucken? Genau, mal gucken, wer jetzt rangeht. Vielleicht klingelt's ja gleich irgendwo. Das wäre der Hammer, ey. Warte. Durch die Kriminaltechnik wurde eine Rufnummer auf dem Handy der Geschädigten, welches wir in dem Kofferraum gesichert haben, gesichert. Diese Nummer wurde mir zugesandt und wir versuchten dann, diese Nummer anzurufen. Warte mal.
Also so ein Schwein kann er wohl hier wohl wirklich nicht wahr sein, ne? Tatsächlich klingelt eins der Handys. Es gehört einem der drei Schläger. Die Polizisten konfrontieren den Mann vor allen anderen damit, der gesuchte Täter zu sein. Wo machst du das Handy? Deine schwule Schwester, Mann. Was mit dir? Die ist selber schuld, Alter. Was hast du denn gemacht? Erzähl doch mal hier. Selber schuld, ganz ehrlich. Ja, weswegen denn du? Wenn du mich fallen gelassen hast, meinst du, du hast mich verarscht von einer Frau oder was? Hast du dich jetzt klebrig gemacht oder was? Natürlich hast du mich klebrig gemacht, dann lässt du mich wie eine kalte Wurst sitzen. Und deswegen musst du sowas machen? Nee, mach mal nicht. Warte auf, Thorsten! Alter, krieg dich doch mal! Bleib ruhig, komm. So, dann haben wir jetzt hier ein Geständnis, das können Sie jetzt gleich dem Haftrichter erklären. Scheiße, werde ich tun, ganz ehrlich. Doch, das können Sie. Ich werde gar nichts mehr sagen jetzt, ganz ehrlich, nix. Die Person, bei der das Handy klingelte, war logischerweise sehr aggressiv, nachdem herauskam, dass er der Täter war. Nachdem ich ihn darauf ansprach, warum er das gemacht hatte, ließ er sich, wie gesagt, nur kurz auf eine Aussage dazu ein und brach dann mit den Worten, dass er überhaupt nichts mehr sagt, eben die ganze Sache ab. Kannst du mich mal loslassen, Mann, ganz ehrlich, was mit dir? Ich krieg noch mal ab. Abführen. Okay, komm. Was mit deiner Mütze? Deine Mütze hier, die kommt in die Mütze mal! Ich bin die Kollegen, ey! Kopf nach unten! Kopf unten, nein! Unglaublich. Unglaublich. Gehst du bitte mit? Du mal ein bisschen Sachen umrennen oder was hier? Mann, du, ey! Was für Scheiße, Mann! Was passiert jetzt? Ich hatte wenigstens dafür belangt. Es wird hinterher wieder erstmal geklärt, er kommt zur Wache und dann sehen wir weiter. Ja? Ja, okay, dann, vielen Dank, ne? Ja, so schnell klärt sich das, ne? Mein Gott. Geht's Ihrer Tochter gut? Ja, so weit, ne? Also auf jeden Fall größte überstanden, aber trotzdem, ne? Das ist total geschockt und aufgelöst, ne? Okay. Genauso wie ich natürlich. Also wichtig ist, wir haben jetzt den Täter, das ist natürlich jetzt so, da hätte jetzt keiner mit gerechnet, ja? Mhm. Er war in sie verliebt, sie hat ihn aber abgewiesen. Und dabei reagierte er über und versuchte, sie und das Auto im Rhein verschwinden zu lassen. So, das war ja wirklich also Hammer. Ja. Unglaublich. Anhand seines SMS-Verlaufs wurde der Täter eindeutig des versuchten Totschlags überführt.